Am Freitag, den 24.11. ab 0 Uhr veranstaltet der Taschengelddieb die bisher größte Black Friday-Aktion. Es werden hunderte Angebote geschaltet, für jeden ist etwas dabei. Aber ob man den besten Preis bekommt, das hängt von jedem selbst ab. Sei dabei am 24. November ab 0 Uhr, nur auf taschengelddieb.de. Hallo zusammen und herzlich willkommen beim Chefoberboss bei einem neuen Tutorial von Freebooters Fate 2. Edition. Und zwar nachdem wir das Video gehabt haben, wo die Sabine und ich zusammen das Amazonen-Pack ausgepackt haben, kommen heute die Gobos dran. Und zwar vom Hintergrund her, die Gobos waren eigentlich Sklaven von den ganzen normalen Menschen und die haben sich erhoben. Und haben dann Goblinopolis gegründet in Longfall. Das ist dann ein kleiner Bereich von der Stadt, wo nur Goblins leben und die kämpfen dann gegen die Unterdrücker. Von daher voll cool. Endlich können auch mal die Gobos die Guten sein. Ja, so sieht das Pack aus. Schon mal schön gestaltet. Und genau die vier Figuren sind auch drin. Ein Anführer, zwei Matrosen und noch einer hier cool mit einem Sägezahnfisch als Waffe. Also die sind ziemlich verrückt. Die Gobos und darum gefallen sie mir auch ziemlich gut. Und hier kann man aber sehen, was alles drin ist. Vier fein detaillierte Freebooters, Miniaturen aus Metall. Und die zusammen haben eine Heuer von 255 Dublonen. Hatten wir ja schon gesehen. Die Amazonen hatten 300 Dublonen. Von daher werde ich mal gucken, dass ich hier diesen coolen Typ, den ich auch noch gekriegt habe, zum Geburtstag, dass ich den da auch noch mit reinbaue. Oder Ausrüstungskarten, stimmt. Ah ja. Da kommt die Stimme. Ja, da kommt die Stimme aus dem Hintergrund. Noch Ausrüstungskarten. Genau. Gut. Gucken wir mal, was drin ist. So, als erstes sehen wir hier die Schnellstartregeln. Die hatte ich im letzten Video schon mal gezeigt gehabt. Also ein Kurzüberblick. Deutsch und auch auf der anderen Seite in Englisch. Ziemlich cool. Dann haben wir hier. Da sind die ganzen Metallfiguren drin. Ganz schön viel Verpackungsmaterial hier. Und wir haben hier auch die Charakterkarten in Englisch und Deutsch. Genau, auch hier werde ich jetzt nicht alle Einheitenkarten zeigen. Das ist sozusagen der Anführer. El Tata hat 20 cm Reichweite für seine Moral, die er auf die anderen übertragen kann, ist mittelgroß, Bewegung 5-10, Attacken normalerweise 2 und wenn er verletzt ist, 1, Verteidigung 3-2, Stärke Arm rechts 5-3, das ist nicht so stark wie deine, und Arm links dafür auch 5-3 und Torso 3-2. Der hat eine schwere Waffe, die Dona Mara, das ist die, die er hier auf dem Rücken hat. Die wird zweihändig. 6,4 und 40 cm, das ist schon relativ weit. Massivgeschosse mit Rückstoß, Munition. Ah, das ist cool. Der hat nämlich, also normalerweise hat jeder genügend Munition für das gesamte Spiel dabei. Aber manche Waffen, wie jetzt zum Beispiel die hier, wie Massivgeschosse, kann man nur dreimal schießen und das heißt, die muss man dann sozusagen abstreichen. Darum wird der ja natürlich auch gesleeved. Genau, da verwende ich ein ganz normales Sleeve, die ich auch für Magic zum Beispiel nehme. Und dann schieße ich auf Sabines Amazon und streiche mir dann sozusagen ein Munitionsteil dann weg. Dann hat der dann noch Dona Mara als Knüppel, zweihändig. Ah, das ist okay, das ist die gleiche Waffe, die er auch im Nahkampf benutzen kann. Das kenne ich aus Zombieside, nämlich die orkische Armbrust kann man auch im Nahkampf verwenden und auch im Fernkampf. Hat Befehl, inspirierend, Sammelruf, standhaft und unverwüstlich. 11 Lebenspunkte, also ein guter Anführer aus meiner Sicht. Hier sieht man noch die verschiedenen Sachen. Inspirierend, Massivgeschoss, Rückstoß, die dann nochmal aufgeführt sind. Und ja, finde ich sehr cool. Also insgesamt sind 4 Charakterkarten drin, nämlich hier der El Tata, Peziera, ein Hasardeur und das harte Mädel. Und zusätzlich sind noch 2
Ausrüstungskarten drin, nämlich El Piskis und Momas Trinktur. Das sieht man auch, 10 Dublonen, nochmal 10 Dublonen. Wenn ich die also nehme, bin ich bei 275 schon. Und vor allem hier diese Ausrüstung ist auch nur für Goblins. Die hier ist wahrscheinlich auch für andere. Dann gucken wir uns die Miniaturen mal an. Wir haben auch wieder viereckige Bases dabei. Und dann gut verpackt die Miniaturen. Genau, da haben wir hier als erstes den Anführer. Und hier auch sehr schön unterschiedlich, also der Basetopper. Im Gegensatz zu den Amazonen sieht das ein bisschen wilder aus. Die Amazonen hatten ja eher so steinmäßig und das da hier sieht aus wie Planken, vermodertes Holz. Also, das sieht schon mal gut aus. Und hier haben wir den Körper plus Kopf. Da muss ich natürlich noch ein paar Sachen wegschneiden. Sabine ist auch gerade am Einkraten. Das ist halt bei Metall. Es sind schon ein paar Gusskrater auf jeden Fall dabei und auch Teile, die man ein bisschen wegschnippeln muss. Aber das kommt man schon dahinter. Aber ist natürlich nicht ganz einfach, wie jetzt Plastikbausätze, wo eine komplette Anleitung dabei ist. Aber das ist bei Zinnfiguren normal. Zum Beispiel hier bei der Waffe, hier unten das Teil. Das muss dann abgeknipst werden, sehr wahrscheinlich. Aber wenn man, also ich kenne noch alte Zinnfiguren, ist es ganz normal. Ja, sieht sehr schön aus und der steht dann nachher so dann wahrscheinlich auf der Base. Genau, die werden wir gleich zusammenbauen und euch alle auch nochmal zeigen. Hier haben wir Pestiera. Der hat hier diesen coolen Schwertfisch in der Hand irgendwie. Genau, so schätze ich irgendwie. Also sehr schön gestaltete Modelle. Und hat auch hier dieses Planken-Base. So, und hier die zwei letzten. Da haben wir hier einmal das harte Mädel. Also die Gobos haben auch Mädels. Finde ich sehr gut. Weil bei Warhammer Fantasy oder sowas hat man eigentlich keine weiblichen Orks und auch keine weiblichen Goblins gesehen. Von daher Frauenpower, super cool. Die steht wahrscheinlich hier irgendwo. So ein bisschen. Das Teil gehört zu ihr. Die ist also zweihändig bewaffnet. Und das da hier ist der Hassadeur. Der hat hier so eine Luke als Schild. Ja. Wir basteln die jetzt alle zusammen. Danach werden sie grundiert und dann sieht man auch die Details besser. Weil wenn das so unbearbeitetes Metall ist, dann blendet das immer so ein bisschen. Da sieht man die ganzen Details gar nicht so richtig. Nachher sieht das viel, viel cooler aus. Und hier haben wir auch schon die Gobos zusammengebaut und auch grundiert mit einem cremefarbenen Spray. Und natürlich hier schön auf einem schönen Tisch, der so ein bisschen aussieht wie so ein Holzboot. Ja, auch wie bei den Amazonen war der Zusammenbau, naja. Aber mäßig schön, aber insgesamt gefällt mir das Modell dann, wenn es dann auch mal dann grundiert ist, richtig gut. Da sieht man auch die Details besser, als wenn das nicht grundiert ist. Und das ist sozusagen jetzt El Tata, der Anführer. Der hat einen Knüppel, zweihändig und hat eine Donamara. Das ist eine schwere Waffe, nämlich die Knarre hier hinten. Und damit hat er massiv Geschosse. Davon hat er 3 Stück. Die muss man dann auf der Karte dann auch abstreichen, wenn man die geschossen hat. Dann haben wir hier Pestiera. Pestiera ist ein Spezialist. Der hat eine Pistole und hat auch noch Petsy. Das ist ein Säbelzahnfisch. Den setzt er als Waffe ein. Die hat er dann zweihändig. Also auch ein sehr witziges Modell auf jeden Fall. Gerade mit dem Schwertfisch. Der kann bestimmt was. Dann haben wir hier ein hartes Mädel. Finde ich erstmal cool, dass es auch weibliche Gobos endlich gibt. Und das ist ein ganz normales Gefolge. Mit einer Axt rechts und einem Knüppel links. Und ist feige. Das harte Mädel.
Mal gucken, was das dann alles bedeutet. Und dann haben wir hier den Hasardeur. Ist auch Gefolge. Das letzte von meinen vier Stück. Und der hat eine Pistole. Und die Pistole kann er auch als Knüppel verwenden. Und links hat er dann noch ein Entermesser. Also das ist das Entermesser. Die Pistole ist hier. Die kann er schießen und kann im Nahkampf sozusagen Entermesser und auch Pistole benutzen als Knüppel. Und ist auch feige. Und jetzt als Bonus haben wir hier noch Captain Ulgard. Den würde ich kurz noch zeigen. Der ist nicht dabei bei dem Starter-Set. Der wird hier sozusagen hier drauf montiert auf seinen Rollstuhl, der von diesem Gobbo dann nachher geschoben wird. Ja, witzig, weil der hat hier vorne dann noch eine Kanone mit drauf und die kann der Ulgard dann abschießen, wenn er hier transportiert wird in diesem Rollstuhl. Da bin ich schon mal gespannt, was der kann. Und das war es auch schon wieder bei der kurzen Vorstellung der Goblin Starter Box von Freebooters Fate. Ich würde mich über euer Kommentar freuen, über einen Daumen hoch. Das war ganz schön runtergerattert. Okay, ich sag's nochmal schöner. Und das war es auch schon wieder bei der Goblin Starter Box von Freebooters Fate. Ich würde mich wirklich über eure Kommentare freuen, über das Feedback und einen Daumen hoch und würde sagen, bis zum nächsten Mal beim Chef Oberbausen macht. Gut, tschüss. Besser? Naja, sowas dazwischen. Ich mach beides.